Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Es geht weiter mit der Enigma. So, wir sind jetzt hier mal zum Südpol gefahren mit dem Schiff. Wo wir auch gleich schon eine Stelle haben. Sieht aus wie eine Art Altar. Aber offenbar muss man ja wohl noch nichts machen. Wahrscheinlich erst später. So, hier haben wir auch noch was. Nixon haben noch was gesagt, dass hier irgendwo ein Schatz sein muss. Oh. Ein Vitalelixier und ein... Ein Nixenmantel. Der muss stark sein. 14 stärker. Das ist echt heftig. HP steigt um 5. Ah, hier hätte man einfach auch hochgehen können, okay. Ich dachte, die eine Liane ist so verwelkt, dass man da nicht kann. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal auf den Weg Richtung Great Lakes. Indem ich jetzt eine richtig starke Waffe bekommen habe und eine richtig starke Rüstung gefunden habe. Scheint das doch mal ein gutes Zeichen zu sein. Hier war ja nichts mehr. Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Hier haben wir noch was. Flip, 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 flip. Ah, machen wir mal. Und hier war ich nämlich noch nicht bei dem Vogel. Mal gucken, wo der hinfliegt. Bevor wir Richtung Great Lakes gehen. Da fliegt nach Grönland. Okay. So, hier haben wir schon mal was. Eine Kiste. 961 Taler. Wow, jetzt habe ich die 10.000 Taler. Wie sagt man? Ja. Erreicht. Pinguin, was? Ja. Glupsi, glupsi. Redes verliert die Orchidee. Gegenzug erhält er den Mondstein. Cool. Den Mondstein. Ja, ich kann ja leider nicht mehr mit den Tieren sprechen. Irgendwie schon ein bisschen traurig. Haben wir noch hier irgendwas? Mal gucken.
Ah, ein Kristall. Das scheint es wohl wieder gewesen zu sein. So, dann fliegen wir mal zurück. So, dann ab zu den Great Lakes. Aber was sind die Mondsteine eigentlich? Ich glaube, die waren sehr wichtig und spielentscheidend. Die Mondsteine. So, zurück zu den Great Lakes. Dieser Ring, ist dir etwas zugestoßen? Scheinbar ein Schiffsunglück. Ich verstehe. Sie kam niemals zu spät. Danke für die Nachricht. Ich gehe zu ihr. So. Gucken wir uns doch mal diese Great Lakes mal an. Und Level 25 erreicht. Boah, Stärke steigt um 3. Das ist verdammt stark. Hier sind Blubberbläschen. Boah. Achilles erhält Odenkraut. Damit kann ich bestimmt tauchen jetzt. Muss man das ausrüsten? Nein. Interessant. Diesmal rote Pflanzen. Ich würde sagen, bevor wir tiefer gehen, gucken wir erstmal hier. Aber ich glaube, hier geht es nur zurück. Was? Der Schatten? Was ist das für ein Schatten? Hilfe! Helft mir doch! Ich dachte, ich hörte etwas. Und da verschwindet der Schatten. Au!
Serum eingenommen. Hatte schon Serum. Da oben haben wir auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Oh nein! Verdammt! Oh. Da lebt der immer noch. Ist der richtige Weg ist? Ah, da kommt man zur Kiste. So viele Taler. Achilles erhält den Drachenanker. Was soll das sein? Drachenanker? Rüsten wir jetzt einfach mal aus. So, hier geht's nach oben. Donnerkröten. Boah, die haben die viel Geld. Boah. Total. Die Great Lakes sind verdammt groß. Was ein Brecher. Aber ich glaube nicht, dass sie stärker ist für diese nächsten Waffe. Doch, 6 stärker. Oh nein. Meine Steuerung hat sich geändert. Oh, das, davon wirkt ja gar nichts. Und wie lange habe ich das jetzt? Boah. Die Steuerung hat sich schon wieder geändert. Das war hier nichts. Mhm.
So. Muss man kaputt machen. Ah, jetzt haben wir hier Hochwasser. Bin ich denn hier jetzt schon wieder? Haben wir hier irgendwas drin? Ziemlich groß, diese Great Lakes. Wie es aussieht, scheint es der Weg zu sein, wenn man da zurück will. Also muss es hier auch noch irgendwas geben. Au. Ja, muss es irgendwas geben. Schon irgendwie ein bisschen komisch. Ah, hier geht's auch noch lang. Oh, hier ist schon eine Kiste. Drachenrüstung. Die Streichschlechter. Da muss ja da hinten irgendwas sein. Kann ja nicht sein, dass da hinten nichts ist. Ah, hier geht's einen Gang durch. Na toll. Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, wo ich da überhaupt hinschwimme. Hier geht's runter. Aber ist es auch der richtige Weg? Fragezeichen. Scheint wohl der richtige Weg zu sein, weil ein anderer Weg gibt's wohl nicht, ja.
Die Toderung quält Gossi, was? Er schießt auf mich. Ein Stern, der segelt. Wow. Boah, wie treffe halt aus. Der Stern nervt. Da hält er ganz schön was aus. Und geschafft. Ein cooles Reptil. Toderon ist vernichtet. Gossi schaut Achilles an. Achilles erhält Hornzauber. Verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Und noch ein Level gekriegt. Glück um 4. Hollerö, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich lande meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinem ersten Probeflug stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres. Verspreche dir eine Belohnung, also komm mit mir, ich zeig dir was. Du bist ein Freund von Perry? Niemand wurde verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Otakus Laden in Yamai begann Metallteile aufzukaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet, alles umsonst. Ich hab doch was an Metall. Mal gucken, ob er das Blech braucht. Ich habe kein Metall mehr. Ich möchte, dass die Kinder den Traum von Fliegen leben können. An diesem Ziel arbeite ich. Ich werde hier bleiben und will helfen. Sag es Perry, wenn du ihn siehst. Prototyp 10 ist fertiggestellt. Endlich. So, was macht er? Ah, kein Metall mehr, okay. So, hat sich hier schon was verändert, mal gucken. So Leute, das war's auch wieder mit diesem Part. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das Ganze.